Grüß euch zu meinem heutigen Video. Ich mache eine Freilandvermessung Elektrosmog und bin da jetzt am Land, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Die Werte sind relativ gering. So, alles da. So, das ist jetzt definitiv die höchste Stelle im höchsten Messwert. Bin da genau zwischen dem Sender da hinten und dem Sender da vorne. Sieht man das rote Licht da oben? Ja. Yep. Ich stehe da zwischen zwei Sendemasten, Entfernung in etwa 100 Meter von Sender zu Sender und das Ganze direkt vor dem Wohngebiet. Ich bin jetzt nur ums Eck und man sieht genau die Reflexionen der HF-Wellen vom Sender zuvor. Die sind da jetzt relativ hoch, aber man kann direkte Sicht zum Sender haben. Im Stiegenhaus noch Funkstille. Ich vermisse, weil ich gerade in der Nähe bin, den Heizkostenverteiler. Und zwar, das ist die Basisstation von meinem vorherigen Video. Die sendet nur einmal die Stunde und ist jetzt an... Ja, da herrscht Funkstille. Man sieht das auch schön genau. Da ist keine Messung. Aber man wird sofort erkennen, die Wohnungen, in denen Funkgeräte postiert sind, und zwar WLAN-Router oder Decktelefone. Ja, desto weiter ich raufkomme, da oben ist irgendein Nachbar, der hat sowas im Betrieb und natürlich steigen da die Leistungen und die Peaks eben. Diese Stationen suchen nach den Clients und verursachen natürlich im Gebäude Strahlungen. Die Wände selber schirmen nur relativ wenig ab und die Nachbarn sind halt froh darüber. Nächster Tag, Wohngebiet, herrlichstes Wetter und man sieht die relativ hohe Funkbelastung, denn der Sender ist nur indirekt über Reflexionen zu messen. Diese Reflexionen sind aber relativ hoch, da ja das ganze Wohngebiet versorgt werden muss. Man sieht, die Strahlung direkt vor dem Sender ist nur unwesentlich höher als in der Siedlung bei den Reflexionen. Auch direkt unterm Sender findet eine extrem hohe Belastung statt. Also jene, die behaupten, dass Sender nicht direkt nach unten strahlen, muss sie leider Lügen strafen. Der beste Schutz vor Elektrosmog ist immer noch die Entfernung. Ihr seht, dass mit der Entfernung zum Quadrat sinkt ebenfalls die Strahlungsbelastung erheblich. Eines der wenigen Orte ohne Strahlenbelastung ist unsere Unterführung. Ja, aber wer will da schon wohnen? Am Ortsrand, ohne Sichtverbindung zum Sender, trotzdem mit einer extrem hohen Belastung, also die ist sehr hoch, bemerkenswert. Meine Erklärung dafür, der Sender, der da hinten ist, in der weiten Ferne, ist extrem stark. Das heißt, er sendet mit über 120 Watt, ja, und das treibt da in der Entfernung die Belastung in die Höhe. Mein Fazit zum Schluss, die Strahlenbelastung außerhalb der Wohnung ist in der Regel wesentlich höher als in der Wohnung. Ja, mehr wollte ich damit eigentlich gar nicht aufzeigen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.